Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Und alter Schwede, wie fett und normal ist dieses Groudon? Proto-Groudon. Ich fasse es nicht. Über 6600 Wettkampfpunkte. Wie krank willst du sein, dieses Groudon? So, ja, es hat einfach mal 2000 mehr Wettkampfpunkte als mein Dialga. Und das ist absoluter Wahnsinn. Ey, das Ding hat aber durch diese Mega- oder Proto-Entwicklung noch den Feuertypen, das wiederum bedeutet, Wasser mag es nicht. Deswegen nehme ich zwei Drachen mit, die diese Schwäche gut kompensieren können. Ich bin sehr gespannt. Proto-Groudon gegen Ho-Oh. Ich habe für solche Fälle extra Drachenroute mit. Ja, insgesamt ist das Matchup nicht optimal für mich, aber guckt euch das an. Holy Macaroni. Ey, es läuft gerade hier sehr laggy ab. Na, guckt euch das mal an. Ist meine Sofortattacke genauso langsam wie ein Eschern? Das wirkt alles gerade wirklich, wirklich langsam. Läuterfeuer hätte man nicht. Oh, guckt euch das an. Warum bewege ich mich so komisch? Läuterfeuer hätte man nicht schilden müssen. Ich habe aber die Sorge gehabt, dass dort ein Erdbeben kommt. Aber ja, stimmt, eigentlich spielt man Erdbeben nicht mehr. Stimmt, eigentlich spielt man das nicht mehr. Da ich jetzt ein Schild bekommen habe, ich habe kein Problem damit, nochmal zu schilden. Sturzflug würde wehtun, das zu schilden fühlt sich sehr gut an. Guckt euch das an. Ich bin doch träge ohne Ende. Warum bin ich so träge? Guckt euch das mal an. Alter, was stimmt hier nicht? Das kann doch nicht so laufen. Das ist doch nicht geplant, oder? Nur weil ich riesig bin, 500 Tonnen wiege und 350 Kilometer groß bin, heißt das nicht, dass ich so langsam sein muss. Oh, Bisaflor. Autschi, Alter. So ein Feuerschlag von mir, den magst du gar nicht. Den kannst du nicht leiden. Wirklich nicht. Der tut dir weh. Wo sind deine KP, mein Freund? So. Ich glaube nicht, dass wir wollen, dass das Ding drauf geht. Also wechseln wir raus. Und das ist perfekt. Das ist perfekt. Hier komme ich auch gut gegen an. Ich habe immer noch Dragoran. Und das sieht doch klasse aus. Die Sofortattacken resistiere ich. Finsteraura macht nicht genug. Du musst hier schon schilden. Und hey, Groudon freut sich mit Feuerschlag gegen euch beide. Ich habe immer noch ein Dialga. Ein Dragoran. Es sieht optimal aus. Dieses Groudon ist ein Biest. Ich habe vorne eine richtig fette Kyogre-Schwäche. Aber ich habe Antworten dagegen, guckt euch das an. Habt ihr gesehen, dass ich erst ein paar Sekunden stand, bevor ich irgendwas gemacht habe? Das ist der Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Die Server sind mal wieder die geilsten, habe ich das Gefühl. Oder liegt das an meinem Handy? Ich habe keine Ahnung. Vorhin hatte ich das Panzerglas auf einmal in der Hand, das war vom Handy runter. Und ich habe es einfach wieder draufgelegt. Aber touchmäßig hat alles funktioniert und ich habe es getestet und alles war gut. Was jetzt hier los ist, weiß ich allerdings nicht. Runterfahren, mein Freund, funktioniert nicht. Du gehst mit einem Schild drauf. Dein Mega Bisaflor hat immer noch 2500 Wettkampfpunkte weniger als mein Mega. Oder Proto. Whatever. Ich glaube, wir müssen es jetzt nicht Proto nennen. Es ist halt einfach die Mega-Entwicklung. Es ist Mega Groudon. Guck mal punktemäßig, wo ich bin. Ich bin übelst abgerutscht. Ich habe sehr viel probiert, sehr viel Verschiedenes gemacht. Es hat ein Set funktioniert. Danach habe ich zwei Sets wieder aufs Maul gekriegt. Dann habe ich was Nächstes probiert und es lief immer so weiter. Gyarados. Wollen wir eigentlich nicht. Wir müssen gucken, ob du Kaskade hast. Du hast keine. Von daher kann man sich ruhig ein bisschen Energie holen, bevor man rauswechselt. Das hier rauszulocken ist ganz okay. Ich habe leider hier, obwohl im Endeffekt ist man so oder so nicht effektiv, ich habe mich aber dazu entschieden, wegen dieser fetten Wasserschwäche den Donner mitzunehmen. Kyogre besiegt man auch so ganz gut, aber es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, mal gegen Flug-Pokémon Yveltal oder auch Lugia mal austesten. Im Mirror-Match möchte man schon den anderen Move haben, aber hier geht das. Stalobor ist gut gegen mein gesamtes Team, ne? Es ist tatsächlich. Ja, du tust auch meinem Groudon mit deiner Attacke weh. Gehst du blind auf den Move? Ah, ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Von daher machen wir das mal so. Ich schilde hier, denke ich, rein. Und am besten nur ein Schild investieren, oder? Zwei wäre schon mies. Zwei hier rein zu buttern. So, ich krieg dich nicht gefarmt, ne? Egal, wir lassen mal einen durch. Ich will mal sehen, wie viel eine sehr effektive Attacke hier an Schaden zufügt. Ich habe, by the way, auch die Abgrundsklinge drauf. Das ist die neue Attacke. Groudon wird jetzt mit zwei
Event-Attacken gespielt. Ich schilde diese Attacke und ich hoffe... Ja, warte mal. Ich komme hier nicht raus. Ich weiß nicht, ob es mein Handy doof ist, ob das Spiel doof ist. Ich habe keinen Plan, was genau nicht läuft. Aber wir können festhalten, meine Freunde, irgendwas läuft ganz gewaltig nicht. Garados in Kombination mit einem... Stalobo ist eine sehr, sehr geile Kombination, aber du hast bei beiden eine Kampfschwäche. Es gibt scheinbar keine Kampf-Pokémon und ich kann eigentlich rausgehen. Ich werde dich leider nicht mehr besiegt kriegen. Von daher können wir das hier sein lassen. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Vielleicht schneide ich das raus oder ich nehme einfach kurz die Folie so ab. Ich weiß nicht, ob man das hört. Das wird man bestimmt gehört haben. Und es fühlt sich sehr, sehr komisch an, das Handy erst einmal ohne diese Panzerglasfolie zu haben. Vielleicht lag es an der Hülle. Ich habe noch eine andere, die würde ich dann gleich einfach mal draufpacken. Das heißt, Handy erstmal schön sauber machen, Hülle drauf und gucken. Aber die Dinger, die ich mir bei Amazon bestellt habe, die sind eh Mist. Kann ich nicht empfehlen. Die waren Mist. Die sind nicht geeignet. Der Fingerscan funktioniert nicht, aber es war normal, denke ich. Jetzt gucken wir mal. Kaiure. Wollen wir nicht. Mag man nicht. Will man gar nicht haben, wir gehen raus. So, meine Freunde. Was kommt da rein? Lugia. Ist an sich nicht schlecht. Ich brauche eigentlich nur, in Anführungszeichen, den Wechsel. Von daher, Donner, wenn der landet, könnte ich danach runterfahren, oder? Ich glaube schon. Wir gucken mal. So, einmal husten. Und dann geht's weiter. Bitte sei Luftstoß. Bitte sei der Luftstoß, dann fahr mich einfach komplett. Es ist der Luftstoß. Ich glaube, du schaffst keine Attacke mehr. Eins. Nee, schaffst du nicht. Perfekt. Ich habe dir jetzt zwar gezeigt, dass ich einen Donner mit habe. Du wirst aber wahrscheinlich nicht mit Kyogre wiederkommen, oder? Kann ich mir hier eigentlich gar nicht vorstellen bei dir. Aber wir können uns natürlich auch täuschen. So, auch hiergegen... Den Donner zu haben, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Die anderen Attacken werden alle resistiert. Der ist neutral, aber macht jetzt nicht gerade viel mehr oder weniger, als der Dings Draco gemacht hätte. Von daher alles easy. Wir gehen jetzt hier auf diese Attacke. Müssen mal schauen. Ich habe immer noch meinen Dragoran gegen dieses Kyogre. Wir dürfen dann nur keinen Blizzard abbekommen. Das wäre halt tödlich. Das wäre richtig tödlich. Ich habe dir meine Sofortattacke noch nicht gezeigt. Das wiederum bedeutet, du könntest vielleicht direkt rauswechseln. Tust du es auch? Ja, tust du. Das heißt, Spiel, wir gehen rüber. So, jetzt machen wir hier sofort Attackendruck gegen dich. Du machst dennoch enormen Schaden. Darf man nicht unterschätzen. Wie viel hast du gemacht? Ist das ein Donner? Spielt man dich jetzt auch mit Donner? Weil, ja, genau, habe ich mir fast gedacht. Weil sich Blizzard nicht lohnt. Weil man viel zu viel Energie benötigt. Ich werde jetzt hoffentlich beide Schilde bekommen. Und danach müssen wir mal schauen, was mein Groudon anrichten kann mit Sofortattacken. Eventuell gar nicht mal so wenig. Ich weiß, dass ich jetzt Schild Nummer 2 kriege. Du musst auf Donner, wenn du mich besiegen willst. Du kannst dir aber nicht Donner und Surfer aufsparen. Ich glaube, das sollte nicht funktionieren. Von daher schauen wir einfach mal. Das Gute ist, da ich die Drachenroute habe, ist auch die Möglichkeit gegeben, dich runterzufarmen. Gehst du schon auf Surfer? Ich glaube, das bereust du, da ich jetzt nochmal... Oh, ich habe keine Attacke geschafft, aber zwei hiervon reichen und du bist weg. Guckt euch den Schaden an. Da beide Typen schwach dagegen sind, hat er mich einfach vernascht. Einen... wie heißt der Move jetzt? Kraftkoloss stecken wir problemlos weg. Das ist überhaupt kein Schaden. Als nächstes der Feuerschlag, bloß nicht overtappen. Und da kommt der Move von meinem mächtigen Groudon. By the way, beide in Shiny sind so wundervoll. Ich habe aber kein gutes. Ich hätte sogar, wenn ich einen Shando bekommen hätte, hätte ich das auf jeden Fall hochgezogen. Zu 100% kann ich euch versprechen. Einfach nur, weil es geil ist und ich will noch einen Shando haben. Ich möchte aber einen Shando, womit ich auch sehr, sehr gerne spiele. Ich habe Palkia und ich bin sehr, sehr froh darüber, Palkia zu haben. Aber irgendwie bin ich entweder noch nicht dahinter gestiegen, wie der beste Spielstil damit ist.
Oder ich habe mich damit einfach noch nicht zu 100% anfreunden können. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber so ein, es gibt viele Shandos, die würde ich fett feiern und da hätte ich mega Bock drauf. Yveltal, Groudon, Kyogre, Dialga, Mewtwo oder auch Giratina. Das wären echt schicke Dinger. Jetzt schauen wir mal. Oh, Führung ist nicht gerade schlecht, ne? Wie würdet ihr das nennen? Ich nenne es ganz geil. Guck mal, ich habe zwar den Move, aber guckt euch den Schaden an. Guckt euch diesen unheimlich fetten Schaden an. Feuerschlag in Kombination damit ist einfach ein Killer. Einfach ein Killer. So, ich würde tatsächlich gleich eine Attacke Schilden komplett runterfarmen und wir schauen einfach mal, was du noch so hast. So ein Draco würde ich ungern durchlassen und ich könnte mir vorstellen, dass du mittlerweile einen Ready hast. Da ist er, perfekt. Ich habe immer noch zwei Antworten gegen Kyogre, falls das kommt. Von daher schauen wir mal. Ja, da kommt ein Wasser-Pokémon. Proto-Kai ist am Start. So. Oh. Oh. Das ist gerade nicht so geil. Ich muss jetzt auf... Ich habe beides resistierte Attacken. Ist aber nicht tragisch. Du hast, glaube ich, drüben drei Attacken gemacht. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Wir müssen das halt hiermit regeln. Wir müssen das hiermit machen. Ich könnte, falls ich... Oh, du setzt gar nicht ein. Interessant. Sehr interessant. Eins, zwei, da ist der Surfer. Wir haben aber gerade gesehen, du hast den aber gegen, hast du den hier eingesetzt oder drüben? Überlebe ich das? Überlebe ich das? Komm schon. Perfekt. Jetzt noch den Donner. Oh, zu gierig. Schade. Sehr, sehr schade. Der hätte geschmeckt, aber auch hiermit sollte das reinhauen. Eins. Ja, du bist jetzt bei vier müsstest du haben. Fünf. Sechs Attacken. Ich könnte das, glaube ich, auch alles mit Sofortattacken machen. Ich darf mich halt nur nicht vertun. Wenn du mir einen Donner drückst, du kannst mich drüben runterfarmen, ne? Von daher darf ich da keinen Mist bauen. Wir fangen einfach mal ab. Wir fangen einfach mal die Attacke ab. Du hast zwei. Egal, was du hier eingesetzt hast, ich lasse es durch und mach, sehr lecker, den Blizzard hier abzufangen. Sehr lecker. Den Rest machen wir mit Sofortattacken. Ich hätte sowieso die erste Attacke von dir geschildert. Ich wollte aber einen Feuerschlag einsetzen. Feuerschlag plus Drachenklaue hätten dich dann auch besiegt, aber so ist es auch ganz geil. Einfach abgefangen, du bist deine ganze Energie, deinen fetten, schmackhaften Blizzard, bist du bei meinem Groudon losgeworden. Die Eisattacken sind nicht mehr sehr effektiv, sondern nur noch neutral. Von daher geht das eigentlich. Was kommt da jetzt? Garados. Wollen wir nicht. Haben wir gesehen, mögen wir nicht unbedingt. Aber die Sofortattacke ist eigentlich okay. Das hier schon wieder. Das Ding schon wieder. Wie spielt man das am besten? Du setzt diesmal direkt ein. Du könntest... Kannst du farmen? Du holst dir auf jeden Fall noch Energie und das ist auch das, was ich empfehlen würde. Eins, zwei, drei... 4, wir setzen ein vor deinem Move, falls du doch einsetzt. Ich bekomme wahrscheinlich kein Schild von dir. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Garados und Stalobor, das nimmt mich hops. Das nimmt mich gerade wirklich hops. So, wir würden jetzt wieder einfach eine Attacke, denke ich, durchlassen. Ich weiß nur nicht, ob es sich dann lohnt, runterzufahren. Wir haben noch nicht einmal heute Abgrundsklinge eingesetzt. Der Move dauert aber auch... Ah, der braucht Ewigkeiten, ne? Mit Lehmschuss wäre das schmackhafter, aber ich dachte, gegen die ganzen Drachen wäre das so gar nicht schlecht, das so zu spielen. Guck mal, lohnt es sich, auf den Move zu gehen oder soll ich ködern? Ich hätte den jetzt mal ready und ich würde den wirklich gerne landen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gerne ich das hier machen würde. Bitte lasst es durch. Wie sieht die Attacke aus? Ist die schick. Holy Macaroni, ist die Attacke schick gewesen. Alter Verwalter, so eine verdammt schöne Attacke. Sehr nice. Wir hätten ködern müssen. Wir hätten, denke ich, ködern müssen. Aber Garados Doppelboden ist eine sehr, sehr starke Kombination. Du wirst mich jetzt leider runtergefarmt kriegen. Das ist nicht schmackhaft. Ich hätte ködern müssen. Du machst jetzt viel zu viel Schaden. Überlebst du das? So, Feuer-Odin besiegt mich, von daher schaffe ich... Ich habe Kraftkoloss ready. Ich habe ihn ready. Alter. Ach, Manno. Warum bin ich so? Ich hätte den schmackhaften Kraftkoloss drücken können. Ja, okay. Leider
schaffe ich die Attacke nicht mehr und du hast zwei, bevor ich was reißen kann. Ein Feuerschlag zu drücken, wäre geil gewesen. Wir haben gesehen, Groudon ist wirklich stark. Das kann ordentlich was reißen. Wartet mal. Okay, das Set ist sogar schon vorbei. Ich dachte, da wäre noch ein Kampf, aber es hat sich einfach noch nicht aktualisiert. Groudon ist eine wirklich, wirklich starke Killermaschine. Diese Drachen, die knocken wir wirklich aus, das ist gar kein Thema. Vielleicht müsste man... Oh, was ist heute los? Vielleicht müsste ich irgendwas anderes nach vorne packen, damit wir das Ding besiegen können. Ja, okay, es hat mir trotzdem gefallen. Ich hoffe dir auch. Gerne dein Feedback zu dieser Maschine rein. Würde mich freuen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao. Warte, 3600 Siege. Sehr schön, glatte Summe gefällt mir. Und ciao. Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Heute nochmal mit Groudon und ich habe diesmal einen Sation vorne und Dialga hinten. Das wiederum bedeutet, wir haben zwei Spots, die wirklich stark gegen Staldubor und andere Pokémon sind. Und vielleicht vorne jetzt auch die Möglichkeit, einen Gyarados mal auszukontern. Ich bin sehr gespannt. Das wegzuzimmern ist hoffentlich kein Problem. Melmetal, jetzt wäre ich wirklich gerne mit Groudon hier, aber das sollte klar gehen. Rauswechseln will ich jetzt nicht unbedingt. Ich denke, das ist verständlich, dass man hier aus diesem Matchup noch nicht unbedingt raus will. Wir schauen einfach mal. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass du ein Wasser-Pokémon hinten hast. Vielleicht gehe ich hier in ein Soft los. Ich kann von dir noch eine Attacke wegstecken. Jetzt hast du den nächsten und du setzt auch passend ein. Das heißt, ich kann jetzt einen Move einsetzen und danach bin ich erst abgeschwächt. Das ist halt das Wichtige in so einer Situation. Man will sich nicht zuerst abschwächen. Hätte ich mich zuerst abgeschwächt, müsste ich die Attacken schon schilden. Aber jetzt war es gar kein Problem, beide durchzulassen. Zack, jetzt können wir uns hier nochmal 1, 2 und beim dritten einsetzen. So, wir stehen wieder kurz vor einer Attacke. Entweder lässt du es durch oder du gehst drauf. Ich bin jetzt maximal abgeschwächt. Du gehst einfach drauf. Kommt jetzt, oh, ich wusste es. Oh, ist das geil. Ich bin so froh, dass du wieder reinkommst, mein Freund. Oh, ich tue dir weh. Ich tue dir weh. Ich habe beide Attacken, die dir wehtun. Ist Sation gerade dein Endgegner? Ich lasse mich draufgehen. Gar keine Frage. Oder? Bitte, komm schon, schaff noch einen. Sehr ärgerlich. Man will nicht mit Groudon rein. Das wiederum bedeutet, das jetzt zu schaffen mit dem Wechsel, war essentiell wichtig. Jetzt habe ich das Ding. Ich habe einen Donner drauf. Donner tut dir weh. Eisenschädel nicht, das weißt du. Der resistiert. Der wird resistiert von dir. Von daher, Draco würde dir wehtun. Und ansonsten eigentlich nicht allzu viel. Du setzt jetzt passend ein. Und ich bin durchaus gewillt, hier einmal reinzuschilden. Es wäre mies, wenn du den Donner einfach abfangen würdest. Das wäre richtig, richtig miserabel. Von daher mal schauen. Ich muss den jetzt einsetzen. Hätte ich ködern müssen, soll ich jetzt raus? Muss ich anfangen, in Groudon zu gehen? Ich denke schon, einfach einen Nassschweif schilden. Dann müssen wir mal gucken, wo der Hase hier die Ohren hat. Mein Freund. Komm schon, du bist aber sehr schnell bei den Attacken. Zählst du passend mit? Zählst du passend mit? Hast du schon zwei? Bitte hab keine zwei. Und fang meine Attacke nicht ab. Tu mir das nicht an. Du setzt passend ein, fang nicht ab, nicht rausgehen, nicht rausgehen. Oh, ist das gut. Abgrundsklinge, mein Freund. Das wird dich sowas von wegzimmern. Dich und alle deine Freunde, guck dir das an. Bam, Junge. Weg mit dir. Zu wild. Aua. Ja, ich habe trotzdem verloren. Schade, sollen wir uns mal angucken, wie viel eine resistierte Attacke macht. Guckt euch das an. Merkt euch das? Sehr ärgerlich. Ah, ist das mies. Dragoran hinten nimmt Groudon Hops durch beide Typen. Wie viel macht das hier? Oh, ist gar nicht so verkehrt, ne? Aber gewinnen können wir das leider trotzdem nicht. Du holst dir einfach zwei Attacken, setzt eine gleich ein hier. Und wenn ich die Drachenklaue überlebe, kannst du mich, glaube ich, kurz danach runterfarmen und hast immer noch einen Move drüben. Das ist natürlich mies. Dass du einsetzt, ist sehr clever gewesen. Ich hätte nämlich meine Attacke ready gehabt. Da ich straight den Donner eingesetzt habe, habe ich hier auch keine Energie mehr. Ah, das wird leider nichts. Schade, wir gehen jetzt leider drauf. Ärgerlich, aber dennoch, mir hat das Groudon gefallen in der Backline. Wäre es jetzt geiler gewesen, hätte ich, wie von gestern, noch die Drachenroute dabei. Das hatte ich mit als Konter auch gegen so fliegendes Gezeug. Und es wäre echt gut gewesen, dort eine Drachenroute zu haben. Hey, die Meisterliga macht sogar Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass das mit Megas Bock macht, aber Groudon macht mir Spaß. Es ist nicht nur riesig,
es macht, sondern es bringt sogar noch riesen Spaß beim Zocken und das ist genial. Das ist echt genial. Ich weiß nicht, ob ich andere ausprobieren werde. Ich denke, für diese Season war es das eh. Oh, du bist wunderschön. Ich rechne hier mit nichts mehr. Die Punkte, die mir fehlen, die werde ich nicht mehr aufholen können. Von daher, oh, der Schaden ist wild. Der Schaden ist zu wild. Oh, crap. Das ist nicht gut. Ich muss jetzt hier schilden. Und dann müssen wir mal schauen. Stromstoß würde dir wehtun. Ich darf aber auf keinen Fall rauswechseln. Das heißt, wir machen das jetzt so. Können höchstens Doppelstromstoß drücken. Vielleicht wechselst du jetzt aber auch raus, um den nächsten Move abzufangen. Das wäre wahrscheinlich auch clever. Tust du nicht. Perfekt. Du farmst mich jetzt. Gar kein Thema. Ich muss danach mit Dialga reinkommen. Jetzt direkt rauswechseln könnte meinen Untergang bedeuten. Du holst dir den Wechsel, hast zwar keine Schilde mehr, aber immer noch ein Pokémon mit 6600 Wettkampfpunkten. Und das Ding ist einfach unheimlich. Du hast jetzt 4 Attacken gemacht, könnte das eine Kaskade sein? Blizzard, ich darf ihn nicht durchlassen, ansonsten... Och, Mist. Mist. 1, 2, 3, wir setzen passend den Donner ein. Schade, meine Freunde. Sehr, sehr schade. Gut, dass ich einen Donner mit habe, denn ich denke, der Eisenschädel hätte dich hier noch nicht besiegt. Von daher, dein eigenes Dialga. Wir haben das Ding mit. Und natürlich hast du wieder einen Konter in der Form. Hey, ich glaube, Drachenroute auf Groudon ist viel stärker. Ich glaube, Drachenroute ist unheimlich wichtig auf dem Ding. Denn Dragoran und andere fliegende Pokémon, die kontern es. Gerade die Drachen. Die kontern das Ding komplett. Und so eine Drachenroute von Groudon ist unheimlich schmerzhaft. Hey, die hätte ich doch drauf lassen sollen. Ich wollte jetzt gerne für das Video das Ding mit Lehmschuss spielen. Ich stelle aber fest, es ist keine gute Idee. Das erfährt man aber auch nur, wenn man PvPoke oder andere Seiten komplett durchstudiert oder ein Video aufnimmt, das hochlädt und einfach zeigt, wie es damit ist. Und hey, ich muss sagen, aktuell, ich finde es nicht geil. Ich denke, Drachenroute hätte mir jetzt in 2 Kämpfen viel mehr gebracht. Du bist wundervoll. Du bist genauso wundervoll. Ah, ist das schön. Du müsstest sogar ein Shando sein. Oder ich glaube, dass du ein Shando bist, mein Freund. Du bist einfach traumhaft. Traumhaft, dieses Ding. Guckt euch den Feuerschlag an. Ah, es tut so weh. Du tust mir so weh, Groudon. Warum bist du so? Sei anders. Nein, du bist nicht gut zu mir. Du bist nicht gut zu mir. Ein bisschen Schaden können wir verursachen. Ich gehe jetzt drauf, so oder so. Ich muss jetzt gleich mit meinem eigenen Groudon reinkommen. Wäre für die KP-Basis vielleicht Drachenroute auch ganz geil. Weil ich meine, ja, wir tun uns hier zwar beide weh. Wer hat denn von uns zuerst... wichtiger Wechsel deinerseits. Du bist jetzt bei 2. Dann bist du bei 3. Bei 4. Bei 5. Das ist nur ein Surfer. Du hast versucht, meine Attacke abzufangen. Ich werde... Du hast eh einen Dragoran hinten, ne? Ich brauche, glaube ich, tatsächlich den anderen Move. Es sieht aktuell so aus, als wäre es essentiell wichtig, auf Groudon die Drachenroute zu spielen. Wir werden gleich, glaube ich, wieder fett gekontert. Hey, so ein Drachenflug-Pokémon in der Backline ist nicht verkehrt. Ich überlebe so einen Feuerschlag wahrscheinlich nicht mehr mit allzu viel KP. Du wirst schon, kannst du runterfarmen? Du müsstest sogar fast farmen können, kannst du tatsächlich. So, 1, 2. Okay, hast du ein Drachenflug-Pokémon oder nicht? Abgrundklinge. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Die Abgrundklinge, glaube ich, ne? Ich weiß es gerade nicht. Oh, leider überlebst du das. Du hast jetzt 2 Attacken mit den anderen. Ich glaube, das ist kein Bodenmove. Von daher durchlassen. Das letzte Pokémon fliegt wieder, ne? Ach, Leute. Und auch ein Shiny. Oh, ist das wundervoll. Ah, ich brauche Feuer. Ich brauche Drachenroute. Man braucht Drachenroute. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich behaupten würde, hey, Groudon spiele ich ab jetzt nur noch mit Drachenroute. Aber die aktuellen Sets, die zeigen es mir. Es ist super wichtig, einen Dragoran oder einen Rayquaza zu spielen. Boah, die in der Führung. Ich glaube, die in der Führung, weil die Fliegenden,
Die kontern beides. Hm. Das geht. Ich hätte gerne einen Knuddler. Habe ich nicht. Vielleicht bringe ich dich ja trotzdem dazu, hier rauszuwechseln. Du hast erstens, wenn ich das richtig sehe, oh, diese Sofortattacke ist spannend. Spielt man Ladestrahl? Ist doch Ladestrahl, ne? Habe ich noch nie gesehen. Ist, glaube ich, auch nicht die Attacke, die empfehlenswert ist. Aber interessant zu sehen. So, du hast dich abgeschwächt. Ich schwäche mich jetzt ebenfalls ab. Diesen Nahkampf wirst du nach deiner Abschwächung nicht mehr überleben. Oh, interessanter Schild. Dann kriegst du jetzt von mir die nächste. Du kannst zwar runterfarmen, das bringt dir aber nichts. Und ich habe Angst, in meinen Groudon einfach so zu wechseln. Soll man das machen? Komm, wir machen das jetzt einfach. Und locken vielleicht irgendwas raus, das mich danach zerstört. Ja, da ist es. Da ist es. Das Wunderding. Ah, ich wusste es. Aber Abgrundsklinge. Wie viel Schaden macht die jetzt? Du hast, glaube ich, 2 oder 3 Attacken eingesetzt. Bam. Oha. Oha. Was ist denn mit Groudon los? Wer hat den Groudon kaputt gemacht? Wer hat den Groudon kaputt gemacht? Die Attacke ist ja crazy. Die ist geil. Erstens ist die Animation fett und zweitens ist der Schaden unnormal. So, meine Freunde. Du bist jetzt bei 2 oder 3 Attacken gewesen. 2, ne? So, 3, 4, 5, 6 müsstest du haben, oder? Wenn ich mich nicht verzählt habe, 7, 8. Ach, das ist... Ich habe mich, glaube ich, verzählt... Egal, ich würde auch eine Antikraft schilden, weil irgendwas muss ich so oder so schilden. Also alles easy. So, 1. Jetzt würde ich danach sogar rausgehen, um sofort Attackenschaden aufzubauen, oder? Oder bleibt man hier drin? Wie spielt man das? Komm, wir gehen rüber. Ja, du gehst ebenfalls rüber. Gefällt mir. Jetzt schwächst du dich hoffentlich ab, um mich zu besiegen. Dann farme ich dich runter und bin dann kurz vor einem Eisenschädel. Das klingt auch nach einem guten Plan, oder? Mein Feuerode macht sehr viel Schaden. Ich bin gewillt, das zu schilden. Es dauert noch eine ganze Zeit lang, bis du bei Togekiss Energie hast und wir schaffen es zumindest, einen Kampf zu gewinnen. Spielt man Sekrum vielleicht so, wegen diesen ganzen Groudons? Nicht Groudons. Wegen diesen Kyogre? Möglich, ne? Dass man die Kyogres, Blauer, der blaue Weiße, der ist ja nicht mehr weiß, der ist ja nicht mehr blau-weiß. Der sieht jetzt anders aus. Was ist der? Ist der jetzt schwarz-blau? Weil man den schwarz-blauen besiegen will? War der jetzt schwarz-blau? Ja, ne? Das Shiny ist grün? Der ist ja jetzt nicht mehr der große blaue. Der ist ja nicht mehr der große blaue. Der sieht jetzt anders aus. Nimmt man den jetzt immer noch den großen blauen, weil der hat jetzt auch ein Dings. Einen schwarzen Bauch, oder? Hey, ich hab das Ding gerade nicht vor Augen. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal gucken. Ihr denkt euch jetzt gerade die ganze Zeit, was labert ihr für ein Mist? Und hey, ich bin verwundert, wenn ihr jetzt erst den Gedanken habt, was ich für ein Mist laber, denn das sollte in der Regel bei jedem Set auftauchen. Dieser Gedanke, der müsste immer bei euch da sein. Denn ich laber viel von diesem Käse. So, du setzt nicht ein, du spielst es clever. Aber du hast jetzt 2 Attacken schon. Easy peasy. Lemon squeezy. 2 Attacken sind ready. Ich setze jetzt einen ein. Machst du eine Sofortattacke? Ja. Das heißt, ich drücke dir einen Nahkampf. Danach sollte ich eigentlich theoretisch sogar den Gleichstand gewinnen. Also müsste ich vor dir ein Schild kriegen. Ich habe ein Schild bekommen. Du machst sogar noch eine Attacke. Es lohnt sich aber auch nicht, auf Groudon zu gehen, oder? Vielleicht doch. Vielleicht doch. Hab jetzt ein Schild, wir gehen raus. Falls Kyogre reinkommt, wovon ich ganz stark ausgehe. Sumpi, auch ein schönes Ding, auch ein sehr schönes Ding. Du wirst mich zerstören mit deiner Aquahobitze. Digga, du besuchst aus nur das Gym, ne? Sumpex, du hast seit deinem 3. Lebensjahr nichts anderes mehr gesehen als das Fitnesscenter. Keule, ich weiß nicht, auf welchen Steroiden du bist, aber du hast eine... unnormale Statur, die man normalerweise auf natürlichem Wege nicht erreicht. Mein Freund, du stoffst. Zu 100%. Sumpex, das ist keine natürliche Statur. Die kriegt man nicht einfach so. Man spawnt nicht so muskulös. Das geht nicht. Du machst irgendwas. So, Keule, wir farmen einfach runter.
Schön, dass du dich abschwächst. Das bedeutet, du schwächst dich ab, ich fress dich auf, hab Energie und bin glücklich. So, ich bin einfach glücklich. Wir machen Altmetall aus dir. Und Tschüssikowski. So, ich stehe kurz vor Move Torgekiss. Torgekiss, Torgekiss, Torgekiss. Darf ich dir mal Feuerschläge vorstellen, die mehr wehtun, als sie es vorher getan haben? Alter, Groudon, was ist denn mit dir? Autsch machst du, du machst Autsch. Wenn ich ein Schild kriege, gehe ich los Stromstoßen. Auf jeden Fall, du hast, glaube ich, nicht vor mir deine Attacke. Und selbst wenn doch, sieht's nicht mehr gut aus. Groudon, du bist eine absolute Maschine. Hey, die letzten zwei Kämpfe, da gefiel es mir ganz gut, dass wir die Dings hatten, den Lehmschuss. Aber ich muss sagen, die Matchups wären nicht sonderlich schlechter gewesen, hätten wir den nicht gehabt. Ich denke, zum aktuellen Stand, wo viele mit dem rechnen, ist Drachenroute eine bessere Möglichkeit, weil man sich da auch endlich auch gegen diese Drachen und die Flugdrachen wehren kann. Dein Feedback rein. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao.